Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber dieser Beitrag von dieser Nutzerin auf der Plattform X wurde mir vor kurzem vorgeschlagen. Sie teilt ein Video, darüber steht: Oh nein, du wirst Kartoffel genannt, Deutsche haben es wirklich so schwer. Die Nutzerin, das ist auf einem TikTok-Account, irgendwas mit rotzfrech, teilt dieses Video. Ich bin eine Deutsche, ich muss mir mein Leben lang schon anhören, dass wir geizig und unsere Eltern gastunfreundlich sind. In der Schule und im Job bin ich ein Allmann oder eine Kartoffel und es werden Witze gemacht. Meine Generation hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und trotzdem wird Nazi zu mir gesagt und dass ich Erbschuld hätte. Wehren darf ich mich niemals, wegen unserer Geschichte muss ich stets den Mund halten. Ich habe Angst, in diesem Land nachts rauszugehen. Man fässt mich draußen an, als sei ich Ware. Aber ich muss das alles ertragen, denn ich bin eine Deutsche. Viele Nutzer pflichten dem Inhalt des Videos der Dame, die dort gezeigt wird, bei. So schreibt zum Beispiel SJ4IU7, sie hat recht. Stina kontert, ja stimmt, sie wird sicher so benachteiligt bei Wohnung oder Jobsuche. Das war nicht das Thema. Stell dir vor, es gibt auch Deutsche, die an deutschen Schulen zum Beispiel Probleme haben, die im Alltag Probleme haben, die nicht mit der Wohnungs- oder Jobsuche zu tun haben, sondern tatsächlich einfach nur mit ihrem Alltag. Zum Beispiel, dass sie aufgrund ihrer Herkunft, dadurch, dass sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aufs Übelste beleidigt oder sogar regelmäßig verprügelt werden. Das ist natürlich dann kein Rassismus, das gibt es ja in eurer kleinen, skurrilen Fantasiewelt nicht. Den gibt es nur, ja, wenn ein Machtgefälle da ist von Weiß gegen Schwarz. Auch wenn Weiße grundsätzlich mit ihrer Hautfarbe weltweit in einer Minderheit sind, aber auch da möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ein anderer Nutzer, Wurstwasser-Junkie, fragt nach: Warum diese Verachtung von Deutschen? Was haben wir dir getan? Deine Familie aufgenommen und ihr ein besseres Leben als in eurem Herkunftsland ermöglicht? Ist es das? Vor kurzem gab es eine Markus-Lanz-Sendung, bei der eine Schulleiterin berichtet hat über die aktuellen Zustände. Sie hat einen, mit anderen zusammen haben sie einen Brandbrief formuliert und ich möchte euch den Einspieler hier einmal kurz zeigen. Wir haben diesen Brandbrief geschrieben, weil wir weiterhin gute Schule machen wollen. Wir haben ganz schwierige Verhältnisse, wie ich behaupten möchte, an ganz, ganz vielen Schulen, die nicht Gymnasien sind. Auch an Gymnasien wird es schwieriger. Aber wir wollen weiterhin gute Schule machen und wir merken, dass wir deutlich an unsere Grenzen kommen. Ich wollte gerade sagen, also wenn Sie nennen es Brandbrief. Deutlich an unsere Grenzen, genau. Ja. Ja. Vom Brandbrief zu den katastrophalen Verhältnissen ist ehrlich gesagt nicht weit. Wenn man sowas macht, ich habe das mehrfach so gelesen, ja, in der Formulierung. So. Ja. Aber in welchen Bereichen kommen Sie an Grenzen? Wo würden Sie sagen, das geht so nicht weiter? Das ist ja ein ungewöhnlicher Schritt. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Wenn man dann hingeht und sagt, das ist, betrifft meine eigene Schule. Genau. Ja, das stellt ja dann auch sofort die Frage nach möglicherweise an welcher Stelle haben wir selber auch die Situation nicht mehr im Griff, was auch immer. Ja. Also was hat das mit uns selber zu tun? Ja. Und das dann zu tun, an die Öffentlichkeit zu gehen, sich auch jetzt hier ins Fernsehen zu setzen, das ist, also ist mutig. Warum? An welcher Stelle haben Sie es nicht mehr im Griff? Den Schulfrieden betreffend. Heißt? Wir haben ganz viele Konflikte unter den Kindern. Wir haben eine aufgeladene Spannung, viel verbale, also rohe Sprache, die wir jetzt schon als Beleidigungen empfinden würden. Es ist halt alltäglich, dass es Schlägereien oder Sonstiges passiert. Jede Fünfte hat hier eine Messe in der Schule gehabt. Und das finde ich halt ein bisschen blöd, weil man traut sich fast nicht mehr richtig in die Schule zu gehen. Sie reden in der Schule, ich habe den verprügelt, ich habe ein Video gemacht, der hat ein Entschuldigungsvideo gemacht, der ist richtiger Feigling und danach gehen alle zu ihm und sagen, du bist richtiger Feigling, keiner will dich oder so. Und ja, so, das, in der Schule gibt es halt keine Sicherheit. In der Schule gibt es keine Sicherheit? Ja. Die reden davon Gewalt, ne? Und von einer Bedrohungssituation, also die sie so wahrnehmen zumindest. Genau, aber es ist sehr viel verbale Gewalt. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass wir wirklich laufend Schlägereien haben. Es gibt natürlich Übergriffe. Mal so in den Schwitzkasten nehmen, so diese Gesten. Ich habe Macht über dich oder ich bin der Boss. Der Bully, würde man auf Englisch sagen. Und
wie gesagt, viel verbale Gewalt und viele Konflikte auch. Also Kinder haben Probleme heute, ihre Konflikte vernünftig zu lösen und bringen das dann auch mit in den Unterricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen Beitrag von Panorama erinnern könnt. Der ist jetzt also auf YouTube von vor über 7 Jahren. Ich glaube, insgesamt ist der Beitrag schon deutlich älter. Aber hier wird exemplarisch einmal sehr deutlich, wie es Deutschen in Großstädten, deutschen Kindern in Großstädten geht, wo sie eindeutig in der Minderheit sind. Wir wollen sprechen, doch immer mehr Jugendliche drängen sich um die beiden Jungs. Diesmal ist es die Kamera, die sie zu Übergriffen animiert. Dennis und Johnny sind sichtlich verunsichert. Dann ist Dennis plötzlich verschwunden und Johnny versucht cool zu bleiben, vergeblich. Und was machst du denn eigentlich, wenn die dann anfangen, dich so zu ärgern? Wir gehen einfach jetzt so rein oder wir laufen irgendwo hin, dass die nicht nachkommen. Das ist so euer Alltag? Ja. Ja, so. Was so. Muss man sich da anhören? Bei mich belängen sie. Opfer, was machst du hier? Verpiss dich mal. Hat es was damit zu tun, dass ihr nicht dazugehört irgendwie? Oder? Weil wir keine Ausländer sind vielleicht. Dass jetzt Migranten, die sich grundsätzlich in der Opferrolle sehen, da möchte ich einmal an das Video über Daniela Seperi verweisen, dass diese damit nichts anfangen können, weil sie sich eben nicht in dieser Lage, in dieser Situation befinden, sondern im Gegenteil, sie bekommen überall ständig eingetrichtert von Personen, die der Öffentlichkeit stehen, von irgendwelchen DCF-Promis, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ständig bekommen sie gesagt, ihr seid Opfergruppe, ihr seid in der Minderheit und ihr habt grundsätzlich nur aufgrund eurer Herkunft Probleme im Alltag. Ob das das Fantasiegebilde des Racial Profiling ist, dass man sie gezielt nur aufgrund ihres Aussehens, nicht weil es irgendwelche anderen Zusammenhänge gäbe, nur aufgrund dessen gezielt irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen unterziehen würde, dass sie nur deshalb Probleme bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche haben. All diese Dinge werden ihnen ständig eingetrichtert und statt etwas dazu beizutragen, aktiv dazu beizutragen, dass sich an diesem Bild, was man von bestimmten Personengruppen in Deutschland oder nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in Europa hat, dass sich da an diesem Bild etwas ändert. Stattdessen begibt man sich eben in diese Schublade, diese Opferschublade, die aufgetan wird. Dort bettet man sich möglichst weich und dann, weiß ich nicht, betreibt man irgendwelche sinnlosen Projekte mit staatlichen Geldern, die dort ausgegeben werden, um auch andere darauf hinzuweisen, wie sehr sie doch in dieser Gesellschaft Opfer sind. Schon vor vielen Jahren, haben wir hier an diesem Beitrag gesehen, waren deutsche Opfer in der Schule, waren deutsche Kinder Opfer in deutschen Großstädten. An diesem Zustand wird sich nichts ändern, wenn wir der aktuellen Politik treu bleiben, wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, um an den Zuständen tatsächlich langfristig etwas ändern zu wollen. Ich hoffe, dass keiner von euch da draußen sich in einer solchen Situation befunden hat oder möglicherweise Kinder hat, die in einer Großstadt groß werden. Ich weiß, dass ich auf gar keinen Fall jemals ein Kind in einer solchen Großstadt großziehen möchte und kann mir nur wünschen, dass niemand langfristig mehr dieses Schicksal in Deutschland erleiden muss. Schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung, eure Erfahrungen mit dem Thema unten in die Kommentare. Bewertet das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.